Kommen wir nun zur dritten Frage. Wie lange war Saulus blind, als er in Damaskus war? Also Saulus, einer der größten Christenverfolger, der wurde bestimmt von Gott sehr stark mit Blindheit bestraft. Waren es A. 3 Jahre, B. 3 Wochen, C. 3 Monate oder D. nur 3 Tage? Ich glaube, die Antwort hat irgendetwas mit der Zahl 3 zu tun. Also Häschen, so viel kann ich dir schon mal sagen. Ja, die Antwort hat irgendetwas mit der Zahl 3 zu tun. Aber waren es jetzt 3 Jahre, 3 Wochen, 3 Monate oder 3 Tage? Ich glaube, dass die Blindheit irgendetwas mit dem Tod von Jesus zu tun hat. Und Jesus war 3 Tage tot. Und darum denke ich, dass 3 Tage die richtige Antwort ist. Also D. Okay, dann schauen wir mal, ob D die richtige Antwort ist. Und D ist richtig. Übrigens, Saulus wurde später Paulus genannt und war einer der größten christlichen Missionare geworden. Deswegen wird man von Saulus zum Paulus, wenn man sich sehr stark ändert. Saulus kommt übrigens von Saul und Saul bedeutet der Erhabene und Paulus, das bedeutet der Kleine. Also hat sich der Saulus von Erhabenen zum Kleinen gemacht.